So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr seht, ich habe noch nicht mal zu Ende geschlafen und startet die Aufnahme schon mal wieder neu. War eine sehr aufregende Folge jetzt zuletzt. Und wir brauchen mal gerade Licht. Ja, und öffnen auch eine Schublade. So, dann nehmen wir nämlich mal schnell hier unser ganzes Zeug wieder mit, was wir abgelegt haben zum Trocknen. Immer ein paar Prozent ist es schon dabei getrocknet. Und laufen mal hier runter. Und schmeißen das einfach hier alles mit hin. Wann was trocken ist, weiß ich gerade nicht. Das müssen wir dann einfach mal den Tagen schauen, die wir hier eh drin bleiben müssen noch. Was wir auf alle Fälle machen, ist gleich das ganze Fleisch durchgaren und uns die Fackeln nehmen, dass wir auch mal wieder Licht haben. Weil das stört mich zurzeit auch etwas sehr. Wir wissen ja, dass auf dem See noch wahrscheinlich der eine Wolf irgendwo verendet sein muss, den wir da angeschossen haben. Da werden wir also auch nochmal Ausschau halten, ob er wirklich... Hier noch ein Streichholz. Genau, hier müsste die Laterne sein. Ich hoffe, die hat noch ein bisschen Gas drin. Die Sturmlaterne. Der müsste er, wie gesagt, verendet sein. Und so gesehen will ich den schon eigentlich gerne verfolgen. So. Wir haben immer noch Durst, das heißt, wir sollten vorher was trinken. Haben nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir sollten vielleicht erst uns mal 1 Liter oder 2 Liter Wasser kochen, damit wir auch während der ganzen Dauer genügend zu trinken und essen haben. So. Einmal das Feuer starten mit den günstigen Streichhölzern. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht die anzündet, wenn er Licht unterwegs braucht. Das ist immer so, was mich am meisten ärgert, dass er immer die guten verwendet. Weil die Kartonstreichhölzer haben eine geringere Chance, ein Feuer zu starten, aber sollten wahrscheinlich genauso gut als Lichtquelle dienen können. So, komm, geh an, Feuer, und lass uns kochen. Das knistert, sieht gut aus. Wir heizen den mal ordentlich ein mit ein paar Stöckern erstmal. Wir hauen mal gerade alle Stöcke rein. Einfach mal alles, was wir haben, soll es jetzt 10 Stunden von mir aus das Feuer brennen. Ich hatte erst 1 Liter Schnee schmelzen. Nur mal 67 Grad Heizleistung, ist auch wunderbar. Haben wir es einmal hier auch mollig warm. Ein bisschen Holz liegt ja noch daneben. Das wird also auch nicht allzu schlecht sein. Und da wir jetzt hier eh nur noch kochen. So. Aber erstmal wollten wir was trinken, genau. Denn der Durst ist immer noch extrem vorhanden. Und ich habe es jetzt extra so lang gemacht, einfach, dass wir hier mal die Zeit effektiv nutzen. Ärgert mich aber immer noch sehr mit dem Bärenpelz, dass wir da nicht einen zweiten Bärenhamm finden können. Und ich werde jetzt die Suche halt wirklich einstellen, damit wir mal ins nächste Gebiet kommen. Oder eben auch nicht. Wie gesagt, ich mache jetzt hier nur die Vorbereitung. Und dann werden ja die ganzen Folgen hochgeladen. Das heißt, ich werde auch länger nicht im Spiel hier sein. Sollte dann der Aufschrei eben jetzt gelesen sein, dass wir noch ein paar Bunker suchen, machen wir halt das vorher noch. Aber ansonsten sind wir dann startklar. Aber jetzt dürfen wir erst mal alles schön durchgaren, die Füße hochlegen und uns dabei entspannen. Ich denke, wenn das Feuer aus ist, sollten wir auch noch immer genügend Tageslicht haben, um nochmal rauszugucken, ob wir den Wolf gegebenenfalls finden oder eben nicht. Und ja, dann beginnt die große Bastelstunde, wo wir erst in den Bogen machen, dann werden wir die alten Pfeile kaputt machen, uns die neuen daraus basteln, die schon mal ins Gepäck schmeißen und den neuen Bogen ebenso. Und ja, müssen wir aber auf unser Gewicht achten, dass wir wirklich nicht allzu schwer sind. Im neuen Gebiet werden wir es dann genauso wie hier versuchen, uns ein Lager zu finden, was wir als Hauptstützpunkt quasi verwenden. Und dort werden wir dann alles versuchen einzulagern, dass wir halt nicht mit so viel Gepäck, also wir werden nicht permanent mit 30 Kilo rumrennen können, wie ihr euch denken könnt. Und ja, da müssen wir mal drauf achten. Wird aber alles schon irgendwie hinhauen, hoffe ich mal, wie ich es mir vorgestellt habe. So, wenn das regegart ist, machen wir wieder kurz 1 Liter Wasser, essen und trinken was. Ich glaube, wir können jetzt einfach was essen und trinken, das sollte hinhauen. Hoffentlich von dem, was wir haben. Wir essen erstmal das Kaninchen, das ist am schwersten und gibt am wenigsten Kalorien. So, haben wir hier nicht auch... Ah, 0,12, da ist der Rest, genau. Für die Inventarübersicht ist es immer gut, wenn man erst die kleinen Reste aufisst, bevor man ans nächstgrößere geht, in meinen Augen. So, 0,54 Liter Wasser, bitte reicht aus, denn jetzt wird erst ein großes Wasser gekocht. Und damit das wirklich schneller geht, wir gucken mal, wir haben hier noch Tannenholz, Zedernholz. Nehmen wir nochmal ein bisschen was mit. Nur für Notfall. Ich würde jetzt gerne einmal 5 Liter
Schnee nämlich erstmal schmelzen. Und dann nochmal 5. Wir sind jetzt bei 6 Stunden. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Schauen wir mal, wie lange das braucht. 1,5 Stunden würde ich schätzen. Ja, ich glaube, das haut hin. Dann kochen wir jetzt quasi erst mal 10 Liter Schnee ab. Und dann schmelzen wir. Erstmal schmelzen wir und dann kochen wir 10 Liter ab. Wie gesagt, so verbrennt man nämlich, verbraucht man die Zeit am schnellsten, als wird hier rasend schnell gehen, wie ihr seht. Wenn man mehr macht. Ist jedenfalls praktisch als beim ganzen Fleisch. Und für die Restzeit können wir noch 2 Liter schaffen wir noch. So. Aber wir machen mal 2 Liter noch extra. Dann haben wir das Feuer wirklich perfekt verwendet, können das Holz alle wieder ablegen, was wir noch extra gesammelt haben. Das brauchen wir zum Glück nicht mehr. 23 Minuten, haut das wirklich hin? Ich glaube, müsste bei 3 Minuten stehen bleiben, wenn ich jetzt richtig liege. Von der Idee. Oder 2, ja, perfekt. Gut, 67 Grad Heizleistung immer noch. Bisschen müde sind wir. Liegt vielleicht auch in dem ganzen Gepäck, was wir gerade mit uns rumschleppen. Ich möchte aber erstmal hier vor noch unsere ganzen Sachen verstauen. So gut das alles geht. Und das müssen wir halt auch alles nochmal immer mal bearbeiten und herstellen, was hier noch am Boden liegt. Also, ihr seht, uns wird noch einiges bevorstehen. Was wollte ich hier ablegen? Genau, die Feder wahrscheinlich. Zack, Feder einmal rein. Und dann müssen wir mal ein bisschen was von unserem Wasser auch ablegen. Nahrung haben wir genügend. Hier oben kommt 10 Liter Wasser jetzt rein. Ich denke mal, 10 Liter passen da. Ja, locker. Einmal 10 Liter. Macht unser Gepäck auch mal wieder handlicher. Und hier unten kommt dann das Essen rein. Schmeißen wir erstmal alles rein, würde ich vorschlagen. Und hier haben wir dann noch Wolf, gut. Nehmen wir das erstmal mit. Essen und Trinken natürlich dann auch was. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche nach dem alten, ja, Wolf, den wir da geschossen haben. Ob wir den noch finden können oder eben nicht. Wir ziehen sicherheitshalber das Gewehr auf alle Fälle. Und gucken dann nochmal raus. Wir werden auf alle Fälle 30 Tage plus überleben, wenn wir so weitermachen. Sind wir ja schon kurz davor gewesen. So. Vielleicht liegt er über uns hier. Sehe ich jetzt aber nichts. Gut, wir gehen mal ein paar Meter raus auf die Eisfläche auf alle Fälle. Im Eilschritt. Der ist ja in die Richtung abgehauen. Den Pfeil hatten wir ja wiedergefunden, ja. Gut. Muss ich gerade nochmal überprüfen, nicht, dass ich mich irre. Ne, beide Pfeile haben wir dabei. Gut. So, links sehe ich nichts. Ich sehe jetzt hier nichts rumliegen, leider Gottes. Also nichts Kadaverähnliches, sagen wir es mal so. Das sieht lebendig aus sogar noch. Gut. Dann kämen wir halt um. Wenn wir jetzt nicht finden, ich will mich nicht so lange draußen aufhalten, nicht, dass wir noch einen Wolfenangriff irgendwie abwehren müssten. Wir werden dann jetzt ein paar komische Sachen machen, wie Klamotten außen, die wir auf 100% vorreparieren. Die wir nämlich dann alle anziehen wollen, wenn wir unterwegs sind. Ich denke mal, dort drin im Haus sollte es ja noch warm genug sein, dass wir nicht erfrieren. Wir werden ja, den Wollpulli definitiv ausziehen müssen. Die lange Baumwollumtauhose, die Socken und Schal und Mütze. Also was man eh nicht drin anhat, mit Schal und Mütze. Gut, die Unterhose, ja. Die sind drin, ja, da können wir auch ohne Unterhose rumrennen. Sollte man nicht so verbissen sehen. Gerade will ich aber wirklich nur noch rein. So, ach, wir hatten einen Bambi. Den lassen wir mal gerade hier in Ruhe seine Runden drehen. So, ein bisschen Stoff haben wir dabei. Ich gucke mal gerade auf die Haltbarkeit unserer Klamotten. Schal ist perfekt. Mütze, ja. Die Socken reparieren wir definitiv noch. Auch wenn es nur 11% sind, das schadet definitiv nichts. Wollsocken sind wieder voll. Wollpulli ist auch... Ja, 98, ob das nun 899 ist, sollte nicht so schlimm sein. So... Der Freund war ja völlig überladen, glaube ich schon, oder? Ja, gut, der ist fast völlig überladen.
Hat auch noch hier genügend Essen für unseren Weg. Trinken brauchen wir aber auch noch. Das heißt, wir müssen auch mal Wasser dort in eine der Kisten gleich schmeißen. Hier war ja unser nächster Stapel. Und hier kommen wir von Klamotten. Hatte ich ja gesagt. Schal, Wollpulli, Mütze, Socken und die lange Baumwollunterhose. Gucken wir mal, wie warm es uns ist. 2 Grad, also wir überleben hier drin wunderbar. Und dann gehen wir mal langsam ans Aussortieren. Wir müssen quasi abwarten, bis alles hier getrocknet ist, so gut es geht. Gut, der Wolfspelz vielleicht nicht, aber die Kaninchenpelze definitiv. Die müssen alle sein. Sind hier schon 3 getrocknet. Hier haben wir noch einen Wolfspelz, nee, es war schwarzes Bären. Boah, wir haben so viel Zeug hier. Ja, wir leben auf alle Fälle hier in einem sehr gesunden Umfeld, würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss gerade mal schauen, was wir hier drin haben. Denn hier müsste auf alle Fälle auch noch der Schlafsack sein. Den nehmen wir definitiv mit. Ohne Schlafsack gehen wir nicht raus. Und legen dafür jetzt mal den alten Bogen rein. Den werden wir nicht mitnehmen. Aber der Schlafsack gehört dann hier rein. Quasi schon mal als Gepäck. Zack. Drin wäre er. Dass wir gegebenenfalls auch draußen schlafen können. Wenn auch nicht in einem Bärenschlafsack, aber wenigstens in einem normalen. Gucken wir nochmal gerade beim Erste-Hilfe-Set. Da können wir die 6 mitnehmen und daraus machen wir dann Bartflechtenverbände. 2 Stück. Und dann gucken wir mal, was wir an Medikamenten schon mal alles oben reinschmeißen. Wie gesagt, dient uns einfach auch als Gewichtsübersicht. Weil wir müssen eher in der Werkbahn noch mehr herstellen. Wir brauchen die 2 Pfeilschäfte dafür, Federn. Ja, und ich weiß halt auch nicht, was wir davon mitnehmen wollen. Also hier packe ich gerade auch mal alles ein. Den Stoff können wir auch mal mitnehmen. Ach, wir nehmen mal alles gerade auf. Irgendwie werden wir damit schon uns überladen können. Die ganzen tollen Därme, die werden wir auch irgendwo einmal in eine Schublade schmeißen und zufällig hier vergessen, so leid es mir ja tut. Hatten wir hier nicht noch Federn? Hatten wir schon mitgenommen. Dann nehmen wir mal hier auch alles einmal mit. Denn wie gesagt, die Naturheilmittel würde ich gerne auch mitnehmen. Jetzt aber erstmal die 2 Pfeile herstellen. Wir können uns sogar neue Rehlederhosen bald herstellen. Das ist mal wunderbar. Aber erstmal hier noch den Survival-Bogen. Hätten wir vielleicht länger dran arbeiten sollen. Gut, machen wir halt. Wenn nicht den Pfeil schafft, sondern wir machen den Bogen. Ich müsste die anderen erst auseinandernehmen. 4,5 Stunden braucht's. Da sind wir auch gerne mit dabei. Sind schon etwas übermüdet, das heißt, wir müssen danach hochrennen und mal schlafen, denn wir verlieren Haltbarkeit. Darauf habe ich nicht geachtet, wie müde wir waren. So, wir haben zum Glück hier unsere Lampe. Das heißt, diesmal seht ihr auch was. Und es wird jetzt relativ öde werden, weil wir halt viel hin und her rennen werden. Einfach nur uns Sachen zusammenpacken. Essen, trinken. Aber muss halt vom Gepäck schon gut das Ganze durchplanen. In meinen Augen. Dass er erfolgreich unterwegs ist. So, da ist das Bett. Wir müssen aber vor auf alle Fälle essen und trinken. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel weggepackt schon. Soll uns aber nicht stören. Wir kriegen das noch auf alle Fälle hin. Und ich glaube, 10 Stunden. Nee, wir probieren mit 9 Stunden Schlaf. Ich hoffe, dass uns das komplett erholt. Ich weiß nicht, wie lange hier im Spiel das sonst normalerweise ist. Dass man wieder voll ausgeruht wäre. Ich glaube, 9 Stunden sollten gut hinhauen, aber. Schauen wir mal. Ah, 10 Stunden müssen es also sein, wahrscheinlich. Licht. Ich wollte das Licht anmachen. Öffne eine Schublade. Jetzt bin ich auf dem Bett. Jetzt kann ich das Licht anmachen. So. Da drüben war es. Ich habe es nochmal gerade ganz kurz angetriggert, quasi. Wir wollen definitiv die 16 Stück mitnehmen und die 64. Ist ja auch fast ein, ja, ist über 1 Kilo sogar, was wir da mitnehmen. Aber das können wir gerade nicht ändern. Dann wollen wir unseren Top-Bogen mitnehmen. Den werden wir auch brauchen. Und jetzt gehen wir mal zu den Medikamentsachen. Die kommen alle mit. Die 24 Antibiotika auch. Das nehmen wir auch mal mit. Und das nehmen wir mit. Rest würde ich sagen, können wir hier lassen, so doof wie es klingt.
Jedenfalls vom Medikamentenzeug. So, wir können auch endlich wieder laufen. Mit unserem Licht. Hier war unser Essen drin. Nehmen wir gerade ein bisschen was raus und noch ein bisschen was zu trinken. Nehmen wir mal jetzt 3 Liter so. Ist immer noch nicht überladen, wunderbar. Dann essen und trinken wir erstmal wieder, um uns zu erholen. Ja, das hat sich total gelohnt, das eine Rehstück. Da war scheinbar nichts dran, aber ja, soll uns nicht weiter stören. Wir werden jetzt die 2 Pfeile, auch wenn sie noch intakt sind, quasi einmal zerstören. Denn wir kriegen auch dort, wie ihr seht, die Pfeilspitze her. So, dann nehmen wir noch den und daraus bauen wir uns dann 2 neue Pfeile, die wir eben auch mitnehmen möchten. So, zack, zack. Hier ist dann auch die Werkbank, das heißt einmal komplett nach rechts. Einen einfachen Pfeil herstellen, 1,5 Stunden braucht's. Und das Ganze natürlich mal 2. So. Das hätten wir alle schon mal erledigt. Jetzt ist die große Frage, was nehmen wir noch mit? Hier ist nichts da drin. Ich guck gerade mal, hier können wir Erste Hilfe, die Antiseptika alle einlagern. Und ich nehme mal noch ein bisschen mehr Wasser mit. Denn dass wir auch quasi Wasser für den Weg schon mal oben einlagern können, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ob hier noch irgendwas fertig ist. Nein. 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 Toll. Das braucht alles also noch. Hat der Damm ist getrocknet. Gut, der braucht nicht mehr. 92%. Meine Güte, das dauert. Denn den will ich definitiv mitnehmen. Der hat uns 3 Kugeln gekostet, der Wolfspelz. Der Bärenpelz. Hier gucke ich mal, ob ich dem Kollegen vielleicht noch ein paar Federn reinschmeißen kann. Ich weiß nicht, was eine Feder wiegt, aber wir sollten 4 Federn theoretisch. Ja, dann haben wir genau auf 10 Kilo, wunderbar. Hat er quasi ein paar Federn als Reserve mit dabei. So. Wir können die Pfeile definitiv schon mal mitnehmen. Und werden dann jetzt einmal unser Waffenputzset hier rausnehmen. Und hier oben war nur Werkzeug, die wir nicht brauchen, glaube ich. Genau. Wir nehmen das Waffenputzset hier raus. Genau. Das Nähset. Weiß nicht, was wir brauchen. Waffenputzset einmal zack. Und nehmen auch einen mal zum Spaß den mit. Und jetzt putzen wir mal quasi die Waffe auch sauber. Also einmal entladen. Und dann reinigen wir es noch hoch bis auf 100%. Und dann müssen wir es auch schon mal reinschmeißen. Denn das Gewehr wird eines der schwersten Teile sein, die wir dort mitnehmen können. Das wird noch ein großes Problem, wie gesagt, werden. Vom Gepäck alles mitzunehmen, was wir mitnehmen wollen. Ohne uns extrem zu überladen. Ich sage mal, ein bisschen werden wir überladen sein. Dessen bin ich mir auch bewusst. Denn das Gewehr alleine sind 4 Kilo. Ich glaube, die passen jetzt nicht mehr hier rein, oder? Nein. Toll. Gott. Ja, einen Umzug habe ich mir auch besser vorgestellt, ich bin ja ehrlich. Gucken wir, dass wir hier unten halt quasi dann 5 Kilo reinschmeißen. Wir packen mal gerade alles. Nein. Verdammt. Jetzt muss ich auch wieder die Klamotten anziehen, sonst kühle ich wieder aus. Minus 1 Grad. Anziehen. Anziehen. Wir laden hier noch den einen Schuss rein. Dann können wir das Gewehr hier einlagern. Das Gewehr wiegt 4,12 Kilo, toll. Ich nehme das andere Zeug, natürlich. So, dazu kommt definitiv das Gewehr Putzset mit. Und ich würde sagen, einfaches Werkzeug lassen wir hier, das wäre zu schwer. Wir ignorieren jetzt einfach mal ganz gekonnt und schmeißen hier noch 1 Liter Wasser rein. Das sind genau 10 Kilo. 5 Kilo. Dann haben wir quasi 5 plus 10 dort und hier können wir dann auf 15 aufstocken. Jetzt kommen noch die Hasenpelzfäustlinge. Aber jetzt hatte ich mir überlegt, um die Zeit zu überbrücken und um unsere Skills etwas zu verbessern. Ach Gott, ich verklicke mich immer zu oft. Sammeln wir das alles mal ein. Ein bisschen Fleisch und Co. werden wir auch noch mitnehmen. Jetzt laufen wir aber erstmal schnell runter und holen uns, wie gesagt, noch Essen und Trinken. Und wenn dann mal beim Bett etwas bleiben. So, hier mal Wasser drin. Dann nehmen wir mal einfach alles gerade mit. Dass wir auch wissen, wie lange wir überleben können.
natürlich, das. Ja, natürlich. Natürlich kriegt man 100 Mal öfters als ein bisschen. Können wir noch rennen? Nein, natürlich nicht mehr. Gut, bei dem Gewicht kein Wunder. Sollten wir erst ein bisschen was aufessen, vielleicht. Und ja, unsere Nahrungsvorräte werden langsam knapp. Dann müssen wir mal schauen, wie wir es hinbekommen. Ach ja, Wasser. Wir haben jetzt 1 Liter Wasser mit. Da sollten wir definitiv noch, dass wir mit 2 Liter Wasser quasi losgehen. Das sollten wir schon einplanen. Also ich will gerade mal überprüfen, was wir alles jetzt wobei haben. Was hält denn unser Freund hier? Angelzeug, Angelzeug. Der hat auch quasi das Basisfeuerset, mit dem Feuer starten könnten. Dosenöffner, Axt, Brecheisen, Jagdmesser. Er hat jetzt kein wirkliches Holz dabei, das werden wir schon unterwegs finden. Ich denke mal kaum, dass wir ein Feuer machen müssen. Laterne hat er auch dabei. Gut, aber hat kein Gas mehr dabei. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Laternengas mit, das müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht, wie schwer die Kaninchenfels-Fäustdinger sein werden. Hier packen wir nochmal 1 Liter Wasser rein. Dann sind wir bei 12,63 Kilo. Also schon ordentlich schwer. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier rüber gucken, das sieht ja schon mal vernünftig aus, was wir alles drin haben. Ich würde trotzdem gerne den... Ja, was nehmen wir davon mit? Das gucken wir noch nachher. Die Werkzeuge werden wir hier lassen. Das hat keinen Zweck. Die sind zu schwer. Das heißt, die können wir mal hier oben rein. Ich sag nur oben rein. Hier schmeißen wir gerade mal dann alles rein, was wir nicht brauchen. Die Werkzeuge. Und jetzt würde ich gerne einfach, um unseren Schärfen-Skill quasi mal zu verbessern und die Zeit zu überbrücken, werden wir quasi einfach mal das Ganze schärfen. Wird jetzt ein bisschen sehr langweilig. Deswegen lehnt euch zurück, entspannt euch, trinkt einen Schluck Wasser, so wie ich es jetzt machen werde. Und ja, wir werden jetzt ganz viel schärfen. Nur um den Skill einfach hoch zu pushen. Damit wir unterwegs nicht so viel Zeit verwenden müssten, um das zu schärfen, wenn wir was schärfen müssen. Dass wir auch nur einen Wettstein quasi mitnehmen müssen. Ach, macht doch Spaß. Er wird aber auch immer schneller dabei, also von der Zeit, jetzt brauchen wir nur noch 5 Minuten zum Schärfen, wenn wir... Okay, ich bin auch fertig mit der Axt. Nehmen wir dann noch einmal hier. Jetzt auch 10 Minuten für 4%. Wir gucken mal, ob sich das wirklich verbessert. 10 Minuten 4% bei Schärfskill von 56. Klicken wir einfach mal ein bisschen durch. Versuchen wir mal wieder die Zeit im Auge zu behalten. Wir sind immer noch bei 10 Minuten leider. Und ich weiß, es bescheuert jetzt die Sachen zu schärfen, die wir eigentlich nicht brauchen. Außer einfach nur unseren Skill verbessern und... Deswegen werden wir auch nachher noch ganz viele Feuer starten, einfach aus purer Langeweile. Aber wir haben nicht mehr so viel Streichhölzer. Ne, das werden wir nicht machen. Das können wir uns leider wirklich nicht leisten. Und ich sollte mal gucken, ob unser Kollege überhaupt Streichhölzer dabei hat. Genau, das ist nochmal die andere Sache. Haben wir dir hier Streichhölzer gegeben, Freund? Nein, der hat nämlich keine Streichhölzer, okay. Oder? Ne, wirklich nicht. Gehen wir mal die letzten 9 hiervon. Ach, die kann er nicht mehr mitnehmen. Gut. Dann einmal hier rüber, dass wir dort die Streichhölzer reinhauen. Streichhölzer, alle 9 guten. Und ich sag mal 10 davon. Und so füllt sich langsam die Kiste. Auch auf 12,7 Kilo schon. Macht mir langsam wirklich Sorge. Wir waren beim Äxte schärfen, genau. 9 Minuten nur noch für 4%. Also, es wird wirklich besser. Und ich könnte mal gleich noch einen Wettstein drüber legen, dass wir den nicht vergessen. Wir müssen auch definitiv das Rest vom Nähset mitnehmen, sobald der andere Hase dort auch getrocknet ist. Ich übernehme den 100% damit. Zack. Die Schlinge, denke ich, werden wir dann auch hier lassen, wahrscheinlich. Weil wir da nicht viel mitmachen können. Nicht zerlegen, wir wollen schärfen. Und das Hauptproblem, was ich jetzt momentan in der ganzen Situation sehe, sind einfach, dass wir nicht mehr allzu viel zu essen haben, um hier noch
die paar Tage zu überleben, die wir brauchen. Es wäre schon gut gewesen, wenn wir nicht so viele Schüsse auf die Wölfe verbraten hätten, ohne die Leiche zu finden letztendlich. Aber das war mein Fehler. Da muss ich ja eingestehen, dass ich da etwas schlecht geschossen habe. Und der erste Wettstand ist kaputt. Auch nicht so schlimm. Wir haben gleich 3 Äxte auf 100% und haben noch die Messer, an denen wir den Skill erhöhen können. Sind jetzt eh schon bei 71, also es wird langsam. 13 Minuten für 5%, okay. Beim Messer scheint es etwas anders zu sein. Mal gucken, wie hoch wir das noch kriegen. Und dieses Geräusch ist auch echt schön. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich nehme jetzt hier relativ früh am Morgen auf und macht einen wenigstens wach, dieses Geräusch. Na los, fährt man ein bisschen schneller hier. Zweimal müssen wir es noch schärfen. Dann ist das Messer auch auf Max wieder. Ich glaube, der kommt sich auch bescheuert vor. Den ganzen Tag nur Messer schärfen, die er eh nicht mitnimmt. Aber sollte dann hier irgendwann mal ein zweiter Überlebender zufällig in diesem Gebiet sein, wird er sich freuen, wenn er hier drin ist, weil wir lassen ihm echt gute Materialien da, womit man überleben kann. Zwar kein Gewehr und er wird nichts zu essen finden können, aber er hat ein Jagdmesser und viele Äxte. Er kann also Holz essen. Oder so ähnlich. Ich glaube, wenn man wirklich am verhungern ist, wird man wirklich versuchen, Holz zu essen. 83, Zweifel gerade bei 12 Minuten nur noch. 12 Minuten für 5%. Waren wir bei 13 erst? Ich glaube ja. Alle ein bisschen hat sich verbessert. Nicht viel, aber wann hat man schon mal so viel Zeit, die Sachen zu wetzen und sich daran zu üben? Und ich weiß, das ist gerade nicht das spannendste Teil für einen Let's Play, aber dafür wird es dann wirklich ab der Umzugsfolge wieder spannender. Wir gehen in ein komplett neues Gebiet und müssen dort uns zurechtfinden. Das wird eher am spaßigsten, aber mit meinem Orientierungssinn, ja, das wird nicht so gut werden. So, wieder ein Wettstein kaputt. Soll uns nicht stören. Wir schärfen fröhlich weiter. Und jetzt sind wir schon langsam am Verdursten. Dreimal müssen wir noch schärfen, das machen wir noch. Und dann essen und trinken wir was und legen uns verschlafen. Ja, da kommt die Müdigkeit auch wieder. So, alles fertig geschärft. Der Skill ist jetzt bei 94. Fast sogar bis auf 100 geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann einmal das ganze Reh aufessen, was noch übrig von ist. 4 Kilo haben wir nur noch. Oh, den Tee würde ich auch gern mitnehmen, genau. Das sollte ich auch mal gleich rüberschmeißen. So, aber erstmal was trinken und dann 10 Stunden ab in die Kojen. 10, sagte ich. Und dann hoffen wir mal, dass schon der nächste Hase getrocknet ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange die brauchen zum Trocknen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, es ist noch dunkel. Wunderbar. Hier müsste die Schublade sein, genau durchsucht. Das ist die, wo wir das ganze Zeug da lassen. 1, 2, 3. Dich lassen wir da. Ich habe eine Idee, wir können noch mal was machen. Wir können noch den Dosenöffner reparieren. Wir haben noch einmal Metallschrott. Was soll's. Das gönnen wir uns auch nochmal auf die Schnelle. Einfach um auch den Reparaturskill zu verbessern. Dauert 45 Minuten, aber... Gibt es hier auch einen Skill? Nein, gibt keinen Reparaturskill. Okay. Das jetzt, da gibt es irgendwie auch Punkte für, dass sich das Ganze quasi lohnt. Und wir haben echt nicht mehr viel zu essen, also... Das macht mir gerade leichte Sorgen. Weil ich würde ungern nochmal raus müssen, um was zu jagen. So, durchsucht, da können wir dann weiter das Zeug reinlegen, was wir nicht mehr benötigen. Die Messer gehören noch dazu. Die Schlinge lassen wir auch hier. Ach toll, ist voll. Gut. Ich hatte gemeint, wir wollten den Tee noch definitiv mitnehmen. Also schmeißen wir den auch mal rüber. Und dann machen wir uns das Licht an und gucken mal, wie es mit dem Hasenpelz aussieht. Ob der endlich Kaninchenpelz oder was das war.
Er siegt. Ah, 86%. 99 getrocknete Rehhaut. Gut. Das heißt, irgendwelche Därme sind auch wieder fertig. Da waren welche. Ich glaube, die sind auch hier, genau. Der ist auch fertig und hier ist getrockneter Darm. Getrocknet, getrocknet, getrocknet. Ja, wir werden hier ein tolles Lager zurücklassen. Jetzt gerade nochmal der Check, wir haben wirklich hier nichts mehr zu essen und zu trinken, oder? Nee, nee, und hier dürfen wir nur noch Kanister und dann nehmen wir einmal das Beste mit. Ich meine, wir haben hier 0,42 Lampenöl drin mit 91%, das können wir mal mitnehmen. Die Lupe, die lassen wir dann hier auch zurück, würde ich sagen. Ja, die braucht man nicht. Wir brauchen auch noch was zu essen, das heißt, wir müssen definitiv rausgehen. Aber erstmal schmeißen wir das Lampenöl wieder zurück. Und ich weiß, rausgehen, wir haben nicht viele Klamotten, aber es soll uns gerade nicht stören. Und dann müssen wir die Zeit überbrücken, was zu essen zu finden. Vielleicht hätte ich auch die Schuhe mal anziehen sollen. Das wäre mal eine Idee. Und wir werden das Gewehr mitnehmen, denn wir wollen ja was zu essen finden. Ein Gewehr und ein Jagdmesser werden wir brauchen. Wäre doof gewesen, wenn ich ohne losgegangen wäre. Jagdmesser hier. Gut. Der ist ja auch voll. Ich muss gerade überlegen, wo wir dann das Zeug, was wir nicht brauchen, ablegen können. Oder wo wir noch durchgucken müssen. Sagen wir, wir können hier vorne noch ein kleines Lager gerade mal aufmachen. Wo wir jetzt einmal die ganzen Därme wohl wirklich. Ich weiß nicht, wie viel wir davon mitnehmen. Oder ob wir die überhaupt mitnehmen. Dann haben wir hier mal einen Darmstapel. Ein Stück nach rechts und legen wir das Holz ab. Weil eigentlich will ich das schon mitnehmen. Bei der Rehhaut bin ich mir halt nicht sicher, weil, hey, die bräuchte man da zum Reparieren, aber das gleiche ist mit den Wolfspelzen. Ich meine, wir haben die innen erlegt, die Wölfe. Und es wäre echt ehrlich, die da lassen zu müssen, aber letztendlich werden wir wohl nicht drum rum können. Federn werden wir nicht mehr brauchen, das heißt, die können wir auch ablegen. Gleiche gilt für den Stoff. Da werde ich auch erstmal hier 7 Stück ablegen, damit wir genügend Platz hätten. So, einmal Licht aus. Klingt doch warm draußen, wir gucken mal raus. Vielleicht wurde auch in letzter Zeit was erlegt und liegt hier noch fröhlich rum, dass wir es einfach looten können. Jetzt ist es gerade mir egal, am liebsten hätte ich eine Reh, muss ich ehrlich sagen. Das ist nur ein Wolf und dahinter eine Reh. Oh. Nee. Ich will doch noch nicht raus, auch wenn er direkt vor der Tür ist. Gehen wir doch lieber erst halt gerade rein. Verdammte Axt. Komm, sei doch jetzt auf 100%. Spring doch einfach mal hoch. Es führt keinen Weg dran vorbei, so gerne ich es auch wollte. Wollte, ja, Wolf. Na, mal gucken. War ich ja nicht ein Wolf? Ich habe auch ein Bambi-Rennen hören, also das wäre jetzt natürlich ideal, um uns die Zeit zu geben, die wir benötigen. Was jetzt nicht ideal wäre, wäre, wenn der Wolf uns anspringt. Aber wir brauchen definitiv noch was zu essen. Und da ist nun mal, wie gesagt, Reh am besten vom Einschuss eben, gibt uns am meisten Fleisch, was auch mehr Kalorien wieder zurückgibt. Oh. Nur aber bitte. Der Schuss muss sitzen. Bisschen höher noch, würde ich sagen. Es gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Gut. Ich hoffe, dass der noch genügend am Reh hat von gelassen. Den hier haben wir jetzt nicht hinterher. Wir wollen einfach nur das Fleisch haben. Die Haut werden wir auch nicht brauchen. Wir nehmen nur das Fleisch gerade mit. 9,3 Kilo. Damit können wir noch ein bisschen überleben. Und es ist wieder arschkalt, natürlich. Und die blutende Wolfsspur ist eh weg. Aber wir haben jetzt 9,3 Kilo Fleisch zum Überleben nochmal. Das gibt uns genügend Zeit, hoffentlich. Aber nur noch 5 Schuss drin. Aber egal.
dann mal zügig zurück und das ganze Fleischgarn, was wir jetzt bekommen haben. Und dann müssen wir wieder das Gewehr einmal entladen, reinigen. Aber hey, für das, was wir jetzt gefunden haben, das hat sich doch mal gelohnt. Nur 15% Haltbarkeit. Ich verstehe aber nicht, warum die Wölfe zurzeit wirklich unsere Schüsse so wegtanken. Weil sie nicht dadurch sterben. Das ist wirklich am komischsten. So, hier müsste das Gewehrputzett auch drin sein. Bin mir gerade jedenfalls relativ sicher. Oder auch nicht. Da unten drin, natürlich. So, dann einmal. Zack. Gewehr. Aktion. Ja, jetzt hat zwar nur 1% weg, aber wir sind die Ordnungsmenschen gerade für den Umzug. Das auch die Leute, die jetzt eben nicht zugucken, wie wir Bekloppten in der nächsten Folge ein gutes Inventar vorfinden und sagen, hey, das hat sich ja wirklich gelohnt. So. Dann wieder alles rein. Gewehr. Und wo war's? Da ist das Gewehr-Prozett. Und dann würde ich sagen, kochen wir jetzt wie gesagt auch mal schnell auf die Schleune das Fleisch. Ich meine, wir haben hier so viel ja, Zeug, also ist schon leicht bekloppt. Ja, 88% Chance. Da brauchen wir nicht mal einen Holzstock mehr dafür. Komm, geh an, schönes Feuer. Wir haben lecker Essen. Mal gucken, wie lange die Aufnahme ist. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder bei 36 Minuten oder so. Also ich weiß nicht, die Aufnahmesession heute ist absolut bekloppt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe gerade echt so viel Spaß an dem Spiel, dass ich sage, hey, das mache ich gerne. So, 6 Grad Heizleistung hat er. Wir haben nochmal das ganze Zedernholz drauf. Und dann garen wir einmal hier durch. Wir haben uns zum Glück auch wieder auf. Und ich denke mal, dann werden wir auch wirklich die Hasenpelz-Fäustlinge herstellen können. Und zum Mitnehmen müssen wir, wie gesagt, uns überlegen, was wir dort verwenden. Ich denke mal, den Bärenfell muss mit und dann einen Wolfspelz. Eher die Wolfspelze, weil Rehe findet man oft auch tot. Also da werden wir genügend Rehe finden, denke ich mal, um unsere Klamotten zur Not zu reparieren. Aber schauen wir erstmal weiter. Erstmal das Ganze hier, so gut es nur geht, trocknen. Garen, nicht trocknen. Also Trockenfleisch wäre auch schön. So, wie lange brauchen wir? Wir sind bei 1.13. Ich glaube, wir brauchen eine halbe Stunde pro. Wenn wir gleich mal feststellen. Oh, 20 Minuten eher. Ist jetzt bis 53 runterticken. 2 können wir noch. Wir müssen also gleich nochmal Holz holen. Von rechts, was da drauf schmeißen. Wir haben ja zum Glück noch genügend. Oder jedenfalls nicht mehr, ja, genügend würde ich nicht nennen, aber wir haben noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, haben wir gerade mal wirklich das letzte alles drauf, was wir haben. Mehr werden wir hoffentlich nicht brauchen, damit wir dann noch mal ein bisschen mehr Wasser machen können. Und uns hier aufwärmen bei plus 32 Grad Heizleistung. Da brauchen wir dann auch nicht mehr so viel Klamotten. Wir haben über 2 Stunden noch, das heißt, wir können 3,5 Liter schmelzen und abkochen, würde ich sagen. Ich hoffe, das haut zeitlich hin. Ja, wir kochen mal lieber erst mal 2 Liter ab. Ich weiß gerade nicht, wie lange es dauert. Wir sind noch bei 49 Minuten. Ich denke, es haut perfekt hin mit 1,5. Noch danach. Haben wir noch ein bisschen Restfeuer, was einfach so verglimmen darf. Aber jetzt für die letzten paar Minuten. Ich denke, das lohnt sich nicht. So, hungrig sind wir. Und haben einen ausgetrockneten Mund. Wie soll es auch anders sein? 0,26, das können wir erst mal essen. Und ansonsten hier haben wir noch 0,9 Kilo. Die werden wir auch mal schnell schnabulieren. So, noch mehr Reh. Und 10 Liter Wasser. Ja, die haben es gar nicht übertrieben mit dem Wasser. Absolut nicht. Wie kommt ihr denn da drauf? So, das hätten wir alles.
Kaninchen, was sagst du? 97%, das heißt, der Bär ist fertig, den nehmen wir mal hoch. Den packen wir definitiv jetzt oben rein. Und dann gehen wir mal, ja, so 4-5 Stunden, denke ich mal, schlafen. Sollte ausreichen, um dann eben alles herzustellen. 1 Kilo wiegt der Bärenpelz, also das ist auch noch Zusatzgepäck. Und jetzt kommen noch dann die Handschuhe, also ich glaube, wir werden wirklich überladen losziehen. Ach ja, 6 Stunden, dann arbeiten wir genau erst in der Nacht weiter. Aber das sollte jetzt auch den Hasenpelz nämlich dann getrocknet haben, dass wir uns dort eben das Ganze herstellen könnten. Wieso haben wir jetzt so eine mit so viel Brennstoff? Wahrscheinlich haben wir 2 dabei, oder? Ja, wahrscheinlich hat die untere etwas mehr noch. Guti, guti, guti. So, und sag nicht, dass du... Doch, Kaninchenpelz ist getrocknet. Wunderbar. Das Ganze wird hier noch zu Ende trocknen. Wahrscheinlich werden wir schon losgezogen sind. Ich glaube, wir bräuchten ein paar Därme. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele. Nehmen wir einfach mal ein paar gerade mit. So. Mensch, das ist ein Lager. Einmal das Licht aus. Zack. So, was brauchen wir denn um die... Haben wir schon was gegessen? Erste Frage. Nein. Das sollten wir zuerst machen. Nicht, dass wir irgendwie verhungern und verdorsten, während wir hier quasi das schöne Zeug herstellen. Ich habe gar nicht mehr auf den Überlebenscount geguckt. Ich denke mal, wir sind schon über 30 Tage, oder? Mal schauen. So, Werkbank. Die Kaninchenpelzfäustlinge. Wo haben wir sie? Da. Da wollen wir gleich mal 5 Stunden. Wir wollen die direkt herstellen. Dann haben wir auch das Nähset fertig. Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, es hält durch noch, dass wir es wirklich herstellen können. Jupp, wunderbar. Hätten wir also auch. Dann würde ich sagen, einmal Lichtlein an. Wir wären quasi wirklich jetzt startklar, soweit ich sehe. 10 Kilo haben wir hier drin, dort irgendwie 5 und ein bisschen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch alles reinschmeißen. Und zwar die Kaninchenpelzfäustlinge, wo haben wir sie? Wiegen 0,4 Kilo, gut. Die passen alle wirklich noch mit. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt. Was können wir noch mitnehmen? Wir können auf alle Fälle noch ein bisschen was essen und trinken. Die Frage ist halt, wie viel wir wirklich noch von den Wölfspelzen und Co. mitnehmen wollen. Ich weiß halt nicht, was wir zum Reparieren brauchen. Ich sag mal, wir haben jetzt 4 Därme dabei. Ich nehme die Wolfspelze mit und auch 2 Reh... Ne, eine Rehhaut. Aber hier würde ich unbedingt auch gerne den Ahorn dabei. Und 2 Birkenschößlinge. Das kann alles sonst da bleiben. Die Federn ebenso. Das müssen wir noch irgendwie oben ins Gepäck stopfen. Und ja, wir werden so überladen losgehen. Aber das ist es halt beim Umzug. Man nimmt immer zu viel mit. Jedenfalls im Normalfall. Problem ist, wir können 2 hier so. 2 Därme davon. Jetzt gucken wir mal, wie viel Übergewicht wir dabei haben. Das wird sich gleich zeigen. Das kommt mit, das kommt mit. 3 Kilo Übergewicht. Wir werden also mit 33 Kilo losziehen. Das heißt, wir dürfen unterwegs nicht allzu viel looten. Und damit wir startklar sind, werde ich jetzt quasi alles außer das Essen und Trinken hier in die Ecke pfeffern. Falls wir irgendwann mal zurückkommen, können wir dann hier nochmal durchgucken, ob wir was davon brauchen. Klamotten, wie gesagt, die werden wir jetzt auch einmal alle, na noch bald wir sie an, das war zuletzt. Essen, Trinken, das gleiche. Aber hier, dich werden wir ablegen. Oh nein, Quatsch, wir nehmen's. Wir haben oben, glaube ich, noch in der Schublade mehr Platz. Da einen. Einmal also nochmal hochrennen. War nicht die obere Schublade hier? Stauraum, wo wir das Messer wenigstens reinwerfen können und Angelzeug. Gut, den Rest werden wir jetzt einfach hier daneben klatschen. Ich gehe mal wirklich hier direkt ran. Da wird sich immer freuen, wenn er mal hier hinkommt. So, Wettstein, das kann weg, die Schlinge lassen wir auch hier. Das Nähset muss mit, verdammt, fast hätte ich vergessen. Und dann, die 7 Streichhölzer sollten wir auch mitnehmen. Das heißt, das kommt noch rüber. Ja, jetzt haben wir noch mehr Übergewicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja nicht anders gewöhnt von mir. Und das von der Bündel können wir auch ablegen. So. Und dann würde ich sagen,
schlafen wir jetzt nochmal 5 Stunden, um uns auszuruhen. Ich hoffe, das reicht. Nehmen wir mal 6 draus. Und... nee, ich hätte 5 machen sollen. Weil wir werden noch mit dem neuen Gepäck eine Stunde schlafen. Aber wir starten eh bei relativ angenehmem Wetter dann. So, schnell noch was alles essen und trinken. Einmal hier. Hey, dann wird der Freund doch, der hier immer mal hier reinkommt, auch noch ein bisschen Essen und Trinken vorfinden. Das finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Denn wir werden jetzt einmal hier unser ganzes Fleisch ablegen. So, das Fleisch haben wir hier. Rechts daneben hauen wir dann das ganze Wasser hin. Für den Notfall haben wir dann hier oben unser Riesenlager. Was haben wir noch dabei? Ach ja, die Klamotten. Die schmeißen wir dann hier hin. Die sind gar nicht mal so schlecht, wenn man die sich anschaut von der Haltbarkeit. Jetzt haben wir noch die Lampe, die wir einmal ablegen können. Zack. Gut. Und dann müssen wir quasi hier einmal alles mitnehmen, was wir haben. Wird jetzt etwas dauern. Und dann werden wir uns noch eine Stunde ins Bett legen. Und in der nächsten Folge geht es dann wirklich los an den großen Umzug. Haben hier wirklich alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Also ich denke mal, wir haben nichts Großartiges übersehen. Oder halt an die Suche für Bunker. Die Möglichkeit besteht ja auch noch. Nein, das wollte ich auch noch mitnehmen. So. Dann hier unten einmal ran. Auch einmal alles mitnehmen, so gut es nur geht. Zack. Und noch den Liter Wasser. Wir hatten ja gegessen, genau. So. Und von dem Freund nehmen wir natürlich auch nochmal alles mit. Und dann sehen wir mal wirklich, wie überladen wir sind. 33,15 Kilo. Aber das Schönste ist, wir können jetzt mal endlich mal unsere neuen Klamotten anlegen. Und dann sehen wir mal, wie prächtig warm die uns halten. So. Steht da was? Ah, man wird nur Wolfspelz bekommen, wenn man den zerlegt. Gut. Reparieren können wir uns noch nicht anschauen, leider Gottes. So. Charakterwerte. Plus 23, plus 16 Grad, also uns ist gerade schön mollig warm. Und dann machen wir jetzt hier noch quasi eine Stunde schlafen, damit das Spiel eben neu gespeichert wird. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es endlich heißt, wir ziehen um. Bis dann, macht's gut, euer Kelnix. Ciao.